Servus Leute, heute ist mal ein bisschen wenig Platz auf dem Tisch. Ich habe mir gedacht, es ist eh schon viel zu lange her, dass ich mal wieder ein Pfeifenvideo gemacht habe. Und immer nur Jabos ist ja auch langweilig. Von daher war das jetzt ein Pfeifenvideo. Da ich ein paar Themen ansprechen wollte, wird es wahrscheinlich einfach eine Art Pipe Talk mit dem Thema: Gibt es eigentlich sowas wie Lieblingsmarken? Bevor wir aber da noch drauf eingehen, wollte ich, wie gesagt, ja mehrere Themen hier abhandeln. Von daher möchte ich nochmal kurz drauf eingehen. Ich hatte ja letztens das Dilemma angesprochen: Jetflame, ja, nein. Da wurde ich sehr oft darauf hingewiesen, dass das mit den Zippos wunderbar funktioniert. Kann ich bestätigen. Also, Pfeifen-Zippo, ich muss mal aufpassen, dass dieses Klick-Klack mir nicht den Ton zerhackt. Pfeifen-Zippo funktioniert tadellos, finde ich. Ich finde auch, man muss nicht zu stark dran ziehen. Klar, es ist ein bisschen stärker, gerade wenn man sich so im unteren Bereich der Pfeife aufhält. Das hier ist ein bisschen tricky, aber auch machbar. Also einfach dann nur rumdrehen und ab und zu aber auch mal der Flamme wieder die Möglichkeit geben, sich ein bisschen Benzin von unten zu holen. Funktioniert wunderbar, kriegt von mir echt eine Empfehlung. Hätte ich so nicht gedacht, war ich bis jetzt immer so ein bisschen skeptisch. Nichtsdestotrotz, wenn ich bei mir zu Hause auf der Couch hocke, immer noch das gute Petersen. Und hier bin ich der Meinung, man muss sich nicht das IM Corona kaufen. Das Petersen tut es genauso, wenn nicht sogar noch besser. Und das hatte ich irgendwann mal mit in einem Paket dabei. Prince, Pipette, keine Ahnung. Nehme ich sehr gerne. Er war so ein ekelhafter Holzapplikationsfolienaufkleber drauf. Den habe ich dann abgerissen, weil so gefällt es mir doch wesentlich besser. Ja, dann hatte ich ja in letzter Zeit mal probiert die Ronson. Ist okay, aber ist mir schon fast ein bisschen zu schade zum Benutzen. Weil mal ganz ehrlich, das ist echt ein sehr geiles Teil. Das zweite, was ich hatte, steht bei mir in der Vitrine, hätte ich nicht gedacht, weil ich bin eigentlich ein Nutzer, also ich stelle Sachen nicht sehr gerne in die Vitrine. Ja, das wollte ich eigentlich dazu nur gesagt haben. Also probiert ruhig mal, falls ihr es euch bis jetzt noch nicht getraut habt, probiert ruhig mal die Zippos aus. Die sind besser als ihr Ruf. Ne, kann man das so sagen? Ne, die haben eigentlich einen hervorragenden Ruf. In der Pfeifenwelt. Besser als ihr Ruf. Und ich hatte ja auch Bedenken wegen dem Geruch, Benzingeruch. Da wurde mir aber auch gesagt, lass einfach das Ding mal für 3, 4, 5 Sekunden lang brennen, bevor du es halt an die Pfeife hältst. Funktioniert genauso. Und ganz ehrlich, geschmacklich habe ich da keinen Unterschied festgestellt. Ja, kommen wir zu den Pfeifen. In der YouTube-Messerszene ist jetzt gerade eine VA unterwegs oder eine VA-Anfrage unterwegs von Daniel. Grüße an der Stelle, falls du noch nicht abgeschaltet hast bis jetzt. Da ist die Frage nach den Lieblingsmessermarken. Und da hatte ich dann letztens eine Eingebung von einem anderen YouTuber. Servus an der Stelle, ich denke mal, du weißt, wer gemeint ist. Dachte ich so, das kann man eigentlich genauso gut auch mal über Pfeifen machen. Gibt es eigentlich sowas wie eine Lieblingsmarke? Und das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Ich hatte irgendwann mal das Glück und bin an eine nahezu perfekte, nahezu sage ich gleich warum. Na, komm her. Sieht man es? Bremholm gekommen. Und es ist eine Original Bremholm. Im Grad 4. Das ist schon sehr hoch. Ich glaube, das Höchste, was sie mal gesagt hatten, war eine 7. Aber die Vierer wären schon sehr selten. Und habe mal so die Vergleiche gezogen. Ich habe diese Pfeife jetzt noch nicht geraucht. Ich habe die ein bisschen gereinigt. Ich wollte die natürlich auch nicht großartig dann hier vergewaltigen, hier irgendwas rangehen mit Schleifpapier oder sonst irgendwas. Das war mir dann doch ein bisschen schade. Die ist absolut sauber. Also hier
kann man reingehen, da ist nichts. Ich zeige es nicht ohne Grund. Dann habe ich mir so gedacht, gibt es eigentlich die großen Unterschiede zwischen den großen Marken, zwischen, keine Ahnung, fast legendären Marken bis hin zu kleinen Marken oder ganz sogar No-Name? Ist das erkennbar? Wirklich immer erkennbar? Gibt es hier und da Ausrutscher? Bei der muss ich sagen, nahezu perfekt. Warum? Rebenholm natürlich ungefiltert. Und ich bin nun mal ein Filterraucher vor dem Herrn. Deswegen nicht ganz ohne Eigennutz. Falls jetzt irgendein Nicht-Filterraucher zuschaut, der schon immer mal eine Rebenholm haben wollte, die, wie ich finde, in einem ausgezeichneten Zustand ist. Ich kann auch gerne nochmal auf Wunsch dann irgendwelche Fotos schicken oder sonst irgendwas. Das einzige Manko, was diese Pfeife hat, ist hier oben. Seht ihr das? So ein Biss. Die untere Part sieht noch einigermaßen in Ordnung aus. Durchgebissen ist es nicht. Hier sind schon leichte Ansätze, wo halt das Ebonit ein bisschen sich verfärbt. Wie gesagt, innen drin, die ist sauber. Da ist, nehmen wir doch mal. Also man sieht's, ist alles soweit in Ordnung. Ich werde diese Pfeife nicht verkaufen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, den Wert kann ich hier nicht einschätzen. Das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit eine hochpreisige Pfeife, ja, denke ich mal, also für eine Estate. Ich will sie aber nicht verkaufen. Wenn irgendeiner unter euch da ist, der sagt, er möchte eine Filterpfeife loswerden, macht mir ein Tauschangebot. Also ich will das Ding nicht verkaufen, ich will da kein Geld dafür haben. Macht mir ein Tauschangebot, vielleicht habt ihr eine schöne Filterpfeife rumliegen, wo ihr sagt, naja, die ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, diese Bremenholm wäre schöner, die werde ich gerne in meiner Sammlung haben. Ich kann es nochmal zeigen. Bremenholm, Handcut, Kopenhagen, Dänemark. Die vier im Kreis. Andere Seite hat gar nichts. Maserung ist natürlich wunderbar. Oben Naturborke. Da ist nichts rausgebrochen, das ist immer noch die Naturborke. Ja. Wenn irgendjemand Interesse hat, schreibt mir unten einen Kommentar, schreibt mir eine PN, wie auch immer. Vielleicht ist ja jemand da, der mit dem Stück mehr anfangen kann. Ich habe ehrlich gesagt auch drüber nachgedacht, weil es ist wirklich eine sehr schöne Pfeife. Ich wollte die zu Marco Jansen schicken, weil Marco Jansen hat mir schon an diversen Pfeifen neue Mundstücke angesetzt. Acrylmundstücke, kann ich nachher nochmal zeigen. Dann dachte ich aber so, jetzt nur eine Rebenholm auf meine Bedürfnisse anpassen, weiß ich nicht. Also das Stück, es wird ja dadurch nicht zerstört, aber ich bin auch bei dem Horn hier hinten nicht so ganz sicher. Wegen der Reinbohrerei. Ich meine, das wird mit Sicherheit alles funktionieren, aber tja, keine Ahnung. Ich werde es mal auf dem Weg probieren. Wenn sich niemand findet, beziehungsweise ich kein schönes Tauschangebot finde, werde ich sie mit Sicherheit zu Jansen schicken. Werde sie mir auf 9mm aufmachen lassen. Dann auch dementsprechend mit einem Acrylmundstück. Ja. Gut, so viel dazu. Lieblingsmarken. Ja, hat jemand von euch Lieblingsmarken? Ganz ehrlich. Also es sind da sicherlich so ein paar Namen, die dann sofort im Kopf aufploppen. Ganz vorne für mich dabei immer noch Pfauen. Also ich hoffe, dass das mit dem Licht einigermaßen funktioniert. Wenn ich mir dann so Stücke ansehe, oder ganz sogar, wenn wir jetzt mal in den hochpreisigen Bereich gehen. Eine Pfauen Solitär. Ich weiß nicht, ob das Licht vielleicht besser wird, wenn ich den Hintergrund etwas heller mache und die Pfeifen mal beiseite schiebe. Haben wir es. Pfauen Solitär. Sehr schönes Stück. Oder damals meine erste rote Pfeife. Ich muss die immer mal ein bisschen reinigen, weil wenn man, ihr kennt das Dilemma sicherlich, wenn man einige Pfeifen hat und die nicht immer mal abstaubt, man nutzt sie ja nicht täglich. Tja. Also,
ist so eine Marke, die mir sofort ins Gedächtnis springt. Ist aber genauso, wie ich sagen muss, Savignelli. Und dann kommen wir zu einer anderen Geschichte. Jetzt kommt die Sonne wieder raus. Ich sehe mal wieder gar nichts. Ihr hoffentlich etwas mehr dafür. 320 KS. Wunderbar. Als ich die damals gesehen habe, die hatte ich mir bei eBay geschossen. Da habe ich gesagt, die will ich haben. Die und keine andere. Und ich bereue den Kauf bis heute nicht. Das ist jetzt eine Bruna. Ja gut, das 320 KS brauche ich euch nicht zeigen. Aber genauso wie meine kleine Prince. Hier in dem Fall eine Caledonia. 315 KS. Die Schwester, glaube ich, zu Etienne's 315 KS. Zwillingsschwester? Fragezeichen. Ja, wunderbar. Oder von mir aus auch hier eine Punto Oro. Ich habe es übrigens dann irgendwann aufgegeben, meine Silberapplikation immer wieder auf Hochglanz zu polieren, weil ich will ja nicht ständig das Silber abtragen. Wenn die eine Patina ansetzen, dann ist das eben so. Hier ist übrigens auch ein neues Mundstück von Marco Jansen dran, deswegen hat die keinen Punkt, keine Markierung. Eine, ist das eine 602? Ja. Sehr schön, rauche ich sehr gerne. Dann genauso, was ich damals unbedingt haben wollte. Eine Capri. Entschuldigung, das war jetzt nicht ein Bild. Eine Rootbriar. Finde ich super genial. Diese Narbenstruktur. Haptisch auch ein absoluter Traum. Ja, Savignelli. Savignelli, Savignelli, Savignelli. Jetzt ist aber die Frage. Wir haben ja immer mal wieder die Diskussion Petersen. Probleme bei Petersen, Probleme mit der Qualität bei Petersen. Ich habe das bis jetzt noch nicht feststellen können, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe bis jetzt nur davon gehört. Ich habe aber auch nicht so viele Petersens. Bin aber immer noch ein Petersen-Fan. Und es ist ja die Aussage gewesen, Petersen lässt bei Savignelli in Italien fertigen. Ist ein bisschen mit Fragezeichen dran, immer wieder. Die Diskussionen gehen hin und zurück, aber ich denke mal, dass da schon ein wahrer Kern dran ist. Wirklich dementiert wurde es noch nicht von Petersen. Und da gab es ja dementsprechend Qualitätsprobleme. Was ich nicht verstehe, weil, wenn die Pfeifen wirklich bei Savignelli gefertigt werden, also hier diese nicht, das ist immer noch eine Made in the Republic of Ireland. Savignelli hat bei mir noch nie irgendwelche Qualitätsprobleme gehabt. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Qualitätskontrolle bei Savignelli so schlecht ist, dass die sagen, ach komm raus. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Das ist jetzt mal so eine Frage in den Raum gestellt. Ja. Nachvollziehbar für mich die Produktion bei Savignelli. Ich finde es nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn es dann wirklich so ist. Qualitätsprobleme hin oder her. Aber weiß ich nicht. Ist halt ein bisschen kurios. Sind auch ein paar Sachen dabei. Bin ja jetzt stolzer Besitzer einer neuen, die auch noch nicht eingeraucht ist. Paul Winslöw. Ich habe zwei. Sieht man es? Hier sieht man es. Zwei Crown Viking. Und ich bin absolut begeistert von diesen Stücken. Also das ist für mich, das hatte ich damals schon mal gesagt, eine Pfeife mit Harn auf der Brust. Das ist, die ist eckig, die ist kantig, hier sind verschiedene Sachen weggestrahlt, andere Sachen sind dafür glatt gelassen. Das Grain finde ich fantastisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde die genial. Da ist jetzt die Frage, das ist auch eine Handmade. Die hier kostet aber knapp das Dreifache von dem, sagen wir mal das Zweieinhalbfache locker. Ist es das wert? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wenn man es unbedingt haben will, sicher, sicher, klar, warum nicht?
Gehen wir mal weiter. Für mich ein absoluter Traum. Deswegen bin ich da auch so ein bisschen ins Stocken gekommen. Previa, Fat Bob. Fand ich schon immer super genial. Keine Ahnung, was da durchkommt, vielleicht. Das Spielkind. Keine Ahnung. Zeitgleicher Kauf mit der Paul Winslöwin. Ich habe mich über die Fat Bob sogar ein bisschen mehr gefreut. Das Ding, ich weiß nicht, mir haben es auch irgendwie so ein bisschen die rustizierten Pfeifen angetan. Das ist irgendwie schön anzufassen, da hat man echt was in der Hand. Die werde ich auch gleich mal einrauchen. Genial, genial. Und ich glaube auch, ich habe so das Gefühl, Previa geht immer ein bisschen unter. Was schade ist, weil ich habe da auch diverse Previas hier. Und die sind alle hervorragend. Also da habe ich noch keine Makel an sich feststellen können. Also gibt es die eine Lieblingsmarke? Gibt es mehrere Lieblingsmarken? Sind es halt Lieblingspfeifen von diversen Marken? Keine Ahnung. Hier habe ich mal eine Parker, wo ich auch so gedacht habe, naja, nichts Besonderes, ist halt wieder cool, weil, naja, all in black. Black is beautiful. Und Parker, wissen wir ja, ist immer zweite Wahl von Dunhill. Naja. Die raucht sich fantastisch. Also die ist für mich vorgesehen für meine englischen Tabake. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich gehe ein Stück weit mit, dass ich sage, einzelne Pfeifen reserviere ich für englische, einzelne Pfeifen reserviere ich für Aromaten. Aber nur was ich so im hohen Bereich, also was jetzt super Aromaten sind oder super Latakia, heftige englische Mischung. Ansonsten, wenn ich zwischendurch mal gemischt habe, fand ich das gar nicht so schlimm. Also ich weiß nicht, was ihr dafür Erfahrungen gemacht habt. Ich werde jetzt nicht hergehen und werde sagen, die ist für Kirschtabake, die ist für Karamelltabake, die ist für Schokoladentabake, die ist nur für Burley, die ist nur für Latakia. Also das fände ich ein bisschen übertrieben. Manchmal erstrecken sich dann auch ganz neue Aromagenüsse, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man dann mal so eine Latakia-Pfeife hatte oder man hat eine Aromapfeife und raucht mal ein Latakia drin. Das ist dann schon, naja, da können sich ganz neue Sachen auftun. So, ich hoffe mal wieder, das Licht zerreißt mir hier nicht alles. Es können ja genauso gut auch Marken sein, die ein bisschen Lokalkolorit reinbringen. Also hier in dem Fall eine Thuringia, eine Thüringer, da ich ja nun aus dem grünen Herzen Deutschlands komme. War das für mich natürlich sehr schön, als ich diese entdeckt habe. Oder genauso gut habe ich sie hier mit liegen. Ich habe sie leider nicht mit liegen. Einer, jetzt ist es mir doch entfallen. Wie heißt er? Kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Eine Kallenberg. Mit Hornmundstück. Da habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, als ich die in einem kleinen Laden bei uns hier entdeckt habe. Die habe ich natürlich dann sofort mitgenommen. Die war auch sehr erschwinglich. Ich glaube, die hat mich 70 Euro gekostet oder sowas. Perfekt verarbeitet. Gibt es wirklich gar nichts. Ja, Hornmundstück, gut, muss man mit leben. Manchen gefällt es, manchen nicht. Ich habe bis jetzt keine Probleme damit gehabt. Ja. Sollte man das dann zu den Lieblingsmarken zählen? Puh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Dann genauso eine Nörding. Jetzt muss ich nur gucken, wie rum. Wie gesagt, immer wenn die Sonne rauskommt, sehe ich mal wieder gar nichts. Ich weiß nicht, ob das jetzt scharf gestellt ist oder nicht. Wir haben hier eine Nörding. Ich habe noch eine Nörding mit einer wesentlich höheren Nummerierung. Das ist, glaube ich, eine. Muss ich mal schauen. F, E, ah, keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, noch eine Nörding mit einer 1 oder Nörding mit A. Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich rauche die lieber. Mir haben es irgendwie so diese zerklüfteten Pfeifen angetan. Also wenn man da wirklich sieht, das ist noch Handarbeit, weil das kriegt keine Maschine hin. Mal ganz ehrlich. Hier übrigens auch wesentlich schöneres Mundstück, wie ich finde, als das Original. Von Marco Jansen. Man sieht es nicht ganz, glaube ich. Ja, doch so ein bisschen sieht man den Schimmer, den Schatten. Ist Acryl.
und soll eine Art Cumberland darstellen. Fand ich sehr schick. Finde ich auch immer noch sehr schick. Ja, dann muss ich ganz ehrlich sagen, man kann ja auch Richtung Altinai gehen. Hier bin ich aber immer noch der Meinung, die zum Beispiel hier, das ist schon eine Giant, also die hat schon einiges an Volumen. Weiß ich nicht unbedingt. Also ob jetzt Altinai wirklich die weißen Göttinnen sind und wesentlich besser als alles andere. Die kleine Dublin hier, die rauche ich doch lieber. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Oder, wenn man bei Meerschaum bleibt, es kann ja auch mal eine No-Name sein. Die habe ich irgendwann mal bei eBay entdeckt. Nach mehrmaligem Hin und Her mit dem Verkäufer, als er sie mir dann zugeschickt hat. Und ja, das Mundstück war nicht gerade, das Mundstück war gebogen und so diverse Probleme hatte ich damit auch noch. Ich glaube, im Endeffekt habe ich dann bezahlt, also er ist mir dann sehr entgegengekommen. Das war auch schon sehr, sehr großzügig. Habe ich bezahlt 45, 50 Euro für so ein Stück, das ist eigentlich schon unverschämt. Und ich denke schon, dass das Blockmeerschaum ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man sowas mit Pressmeerschaum hinbekommt. Das ist der Hammer. Und die raucht sich auch fantastisch. Das Mundstück habe ich mir dann noch zurechtgebogen, was ich so hatte, wie ich wollte. Den Rest hatte ich dann damals mal überarbeiten lassen. Den Kopf innen drin, da hatte ich ein kleines Problem. Ja, genial. No name. 50 Euro. Sage ich jetzt mal so. Also ich weiß es nicht. Es soll ja eine Frage sein. Gibt es sowas wie Lieblingsmarken? Oder ist das so weit das Feld, dass man sagt, nö, es gibt vielleicht die ein oder andere Lieblingspfeife? Ich habe letztens gelesen von Yogi, er hat da glaube ich irgendwo nicht im Blog, er hatte da eine andere Seite. Das ist, hier war das, wie hat er sich noch ausgedrückt? Er hat es mit Autos verglichen, weil die Leute immer so bedacht drauf sind, auf ihre Pfeifen. Wie hatte er sich nur ausgedrückt? Also, wenn man jetzt eine super Pfeife hat, also er legt Mehrwert auf den Tabak, also auf den Inhalt. Das heißt nicht, dass ihm die Pfeifen am Arsch vorbeigehen, das ist schon klar, aber er legt Mehrwert auf einen guten Tabak oder viel Wert auf einen guten Tabak, sagen wir es mal so rum. Und er sagte dann, wenn man einen Sportwagen fährt, was ich, ein Ferrari, ein Lamborghini, sonst irgendwas, und packt dann das falsche Benzin rein oder die billigen Reifen drauf. Eins von beiden. Irgend so eine Metapher hat er verwendet. Gehe ich ein Stück weit mit? Jo, gehe ich ein Stück weit mit? Aber was nützen mir die besten Rennreifen? Was nützt mir das beste Benzin, wenn ich das Ganze dann in einen Trabi rein tue oder dran tue? Was nicht heißen soll, dass Trabis kacke sind. Mit denen kommt man auch ans Ziel. Ja, also mit Trabis habe ich schon diverse Kilometer hinter mich gebracht. Also ich glaube, das muss so ein bisschen ausgewogen sein. Das ist übrigens auch das nächste. Schöner Übergang. Haha, schöner Übergang. Ein Trabi bringt einen auch ans Ziel. Mit Sicherheit. Egal, ob da jetzt Rennreifen drauf sind oder nicht. Ja gut, jetzt hier im Winter würde ich vielleicht nicht unbedingt mit Rennreifen rumfahren. Das hier ist eine 20 Euro Venini. Diese Pfeife ist ein Traum. Die Maserung ist fantastisch. Die hat übrigens meine Freundin rausgesucht, also hier bin ich unschuldig dran. So super genial. Da habe ich sofort zugeschlagen. Das war eigentlich nur eine Testpfeife, weil ich in dem Laden einen Tabak testen wollte und ich hatte keine Pfeife dabei. Und er sagte, ich habe da hinten so einen Korb mit ein paar Veninis. Guck mal rein, ich mache die auch ein bisschen billiger. Also die sollten, glaube ich, 25 kosten und für 20 habe ich sie dann bekommen. Kati hat sich dann hingestellt, hat mir diese hier rausgesucht. Ich sage, Wahnsinn. Echter Wahnsinn. Ich rauche die so gerne. Und das Ganze für 20 Euro. Ich habe hier, glaube ich, eine kleine Stelle entdeckt. Ich weiß nicht, ob man es dann sieht. Wie gesagt, es ist jetzt wieder die Sonne draußen. Ich sehe dann so gut wie nichts. Da kann ich nichts mehr dazu sagen.
Also da sind andere, bei einem anderen Hersteller wäre das Ding wahrscheinlich für 150 Euro über den Ladentisch gegangen. Und da fragt man sich dann auch wieder, wo ist da der Wert? Ich meine, gut, handmade, maschinengemacht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber bei Venini zum Beispiel war ich auch noch nie enttäuscht. Vielleicht habt ihr ja andere Erfahrungen gesammelt. Das heißt natürlich nicht, dass ich dann auf solche Sachen verzichten werde, wie hier zum Beispiel. Die habe ich bei einem Tabakladen bei mir in der Stadt gekauft. Das war die teuerste Pfeife, die er hängen hatte. Habe ich dann irgendwann mal zugeschlagen. Das habe ich ihm auch gesagt. Ich sage, irgendwann werde ich mir diese Pfauen mitnehmen. Die Jahrespfeife von 2011. Ich habe es natürlich nicht bereut bis zum heutigen Zeitpunkt. Geniales Teil. Tja. Ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder. Es soll mehr oder minder auch eine Fragerunde sein. Habt ihr sowas wie eine Lieblingsmarke? Habt ihr sowas wie Lieblingsmarken? Oder sagt ihr, nö, ich habe da so diverse Lieblingspfeifen? Oder ich mag alle meine Pfeifen, die ich habe. Ist bei mir ähnlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist jetzt nicht, dass ich sage, die eine oder die zwei rauche ich sehr oft. Man versucht da mal so ein bisschen durchzumischen. Wenn ich merke, dass mir eine Pfeife nicht mehr so zusagt, dann verkaufe ich die. Ganz ehrlich, dann tue ich die irgendwo als gute Gebrauchte bei eBay reinsetzen. Wenn ich da ein paar Euro dafür bekomme, ist okay. Also da bin ich relativ schmerzfrei, muss ich sagen. Schreibt es mir unten in die Kommentare, es würde mich mal interessieren. Es könnten natürlich auch, habe ich jetzt nicht mit hergehalten, Corncobs. Das nächste Fragezeichen. Ich habe bei mir zwei Corncobs, bin davon begeistert. Denke mal, bei einer gewissen Pflege, wenn man sie nicht kaputt raucht, halten die ewig. Vielleicht nicht so lange wie eine schöne Breguière-Pfeife, aber ja. Schreibt es mir unten rein. Habt ihr eine Lieblingsmarke? Habt ihr Lieblingsmarken? Sagt ihr, Pustekuchen, und mir doch egal. Hauptsache das Ding qualmt. Lieblingstabak haben wir sicherlich einige, denke ich mal. Könnt mir auch gerne nochmal eure Erfahrungen schreiben, was die Feuerzeuge angeht. Sei es jetzt zu Hause, sei es draußen im Sturm. Ja, und wo haben wir sie liegen? Wo haben wir sie liegen? Hier haben wir sie liegen. Falls sich irgendjemand findet, der sagt, ich habe Interesse, Bremen-Holm, ich wollte schon nur meine Bremen-Holm haben. Macht mir ein Tauschangebot. Sagt, keine Ahnung, ich habe hier eine Vinini. Vielleicht möchtest du die ja haben. Nee, 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 nee. Also so nicht. Es sollte schon noch ein bisschen vergleichbar sein. Ihr braucht natürlich hier nicht um die Ecke kommen und sagen, ich habe hier eine, keine Ahnung. Ach doch, ihr könnt gerne um die Ecke kommen und könnt sagen, ich habe hier eine Beau Nord. Ich habe hier eine Beau Nord mit Filter. Möchtest du die haben? Ja, nehme ich gern. Also ich denke mal, ihr versteht's. Es soll schon irgendwo ein gewisser Wertausgleich sein, aber vielleicht sind es ein paar Sachen, wo ich sage, nö, das muss nicht mal eine teure Pfeife sein. Wenn ihr irgendwo eine 9 mm rumliegen habt, wo ihr sagt, nö, brauche ich nicht mehr, kann ich darauf verzichten, dass mir die Bremen-Holm lieber, schreibt mich an, schickt mir vielleicht das ein oder andere Bild, macht mir vielleicht ein kleines Video davon. Oder ihr macht einen Wertausgleich mit dem einen oder anderen Tabak, den ich noch nicht kenne. Ich denke mal, da wird man sich sicherlich einig. Vielleicht habt ihr da noch ein schönes nachgezogenes Weihnachtsgeschenk, keine Ahnung. Gut, dann soll es das auch gewesen sein. Endlich mal wieder ein Pfeifenvideo. Ich denke mal, den einen oder anderen Tabak werde ich auch noch mal in die Kamera halten. Ich habe letztens wieder einige durchprobiert. Barbados Plantation unter anderem. Danke an den edlen Spender. Ähnlich wie mein Molto Dolce. Sehr süß, kaum was erkennbar. HU hatte ich noch zwei durchprobiert. Nein, nicht den Nashville County, sondern den. Ach, keine Ahnung. Herbal Fruit, der war mir ein bisschen nichtssagend, war hervorragend, aber ein bisschen nichtssagend. Und dann hatte ich noch den, ach keine Ahnung, ich werde es mal hier einblenden, ich gucke jetzt gleich nach. Der war hervorragend, der war super genial. Also ich denke mal, da werde ich mir mit Sicherheit mal eine Dose zulegen. Fand ich fantastisch. Gut, dann soll es das auch gewesen sein. Ich denke mal, das reicht auch. Wir haben jetzt eine halbe Stunde voll. Ihr habt mir die ganze Zeit zugehört bei meinem Gequassel oder habt mittlerweile abgeschaltet, ich weiß es nicht. Dann wünsche ich allen noch ein frohes Fest, einen guten Rutsch, den ich das noch nicht gewünscht habe. Verbringt die Zeit ein bisschen mit euren Lieben. Es ist gerade eine sehr schwierige Zeit, das sollte man versuchen, jeden Spaß irgendwo, den man haben kann, jede
gute Situation mitzunehmen. Ja. Okay, dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal und ciao.